Peter Hackenberg, das 185. Spiel deiner Karriere fand am letzten Samstag statt in Homberg. Wie war es für dich, das letzte Mal Alemannia-Trikot tragen? Ja, wie die 184 Mal davor zumindest die offiziellen Spiele, aber auch natürlich die Testspiele. Aber auch jedes Trainings war immer, ich war immer mit Stolz erfüllt, das tun zu dürfen und auch über so einen langen Zeitraum. In diesem speziellen Spiel war es natürlich so, dass ich vorher wusste, was auf mich zukommt. Das wusste ich zwar über die Situation schon seit längerem Zeitraum, aber jetzt natürlich explizit das letzte Spiel, wo ich für Aachen auf dem Platz stehen werde, aber auch allgemein im Fußball, jetzt mal ausgeklammert, irgendwelche Dinge, die ich vielleicht noch so spaßeshalber oder hobbyhalber, ob es jetzt irgendeine alte Herrenmannschaft ist oder irgendwie sowas, aber auf dem offiziellen Spielfeld dann quasi stehen werde, war es im Vorab natürlich mit großer Vorfreude, aber auch das Spiel an sich und danach habe ich natürlich total aufgesogen, die ganzen Emotionen und die Atmosphäre. Ja, es gab viel Applaus. Du bist auch später nochmal zu den Fans gegangen. Was hat man dir da gesagt? Was nimmst du da mit von diesen letzten Stunden als Alemannia-Spieler? Das Gleiche, was ich vom ersten Tag mitgenommen habe. Man wird hier immer zu 100% supported. Man steht immer mit Herzblut hinter der Mannschaft und hinter dem Verein. Wenn schwierige Situationen sind, dann ist es wie bei jedem privat auch im Leben, kann man das vielleicht nicht immer perfekt kanalisieren. Da kann man auch die Fans nicht von frei sprechen. Aber eins ist klar, die versuchen immer nur das Beste für einen Verein, stehen wie eine Wand hinter jeder Mannschaft, die seit Jahren jetzt, in der ich auch ein Teil sein durfte und sind nach wie vor ein Riesenmehrwert und einfach die Seele des Vereins. Was hast du gesagt zum Abschied zu den Fans? Also ich habe da am Zaun einfach nur nochmal gesagt, das war jetzt auch eine spontane Sache, weil ich jetzt auch nicht der Typ bin, der dann irgendwie auf dem Zaun da wollte, jetzt zwingend. Dachte ich, ich sage einfach ein paar Worte, die mir jetzt einfallen und da habe ich versucht einfach nur zu sagen, dass man diesen Enthusiasmus, diese Verbindung zum Verein, die einem in die Wiege gelegt wurde meistens, also das heißt irgendwie weitergegeben wurde über Generationen, dass man die auch an die nächste weitergeben soll. Und vielleicht viele von den jungen Leuten, die jetzt nicht die allerbesten Zeiten mit UEFA Cup und mit DFB-Pokal oder mit Spielen und Siegen gegen Bayern München miterlebt haben, trotzdem komplett infiziert sind und das einfach auch weiterleben sollen und ihre Familie, Freunden und natürlich Verwandten weitergeben möchten. Wann ist der Abend dann geendet? Ihr seid danach noch weitergezogen, ihr wart noch hier am Tivoli mit den Fans. Hast du es so komplett genossen? Wann war da für dich dann am Ende, okay, jetzt ist der Tag vorbei, jetzt ist mein Karriereende auch in Spielen vorbei? Ja, genossen habe ich es auf jeden Fall, ist ja klar. Der Tag an sich war, habe ich sehr, sehr bewusst wahrgenommen und erlebt. Sowohl die Fahrt zum Spiel, aber auch schon vorher das Abschlusstraining, wo man sich so vergegenwärtigt hat, dass es das letzte Training ist. Dann die Fahrt zum Spiel, das letzte Mal im Bus dann mit den Jungs im Grunde genommen. Vorbereiten aufs Spiel, professionell ordentlich vorbereiten, dass man sich auch nicht verletzt an das Spiel selber. Zwar nur 0-0, aber mit der Kulisse alles aufgesogen und im Nachhinein dann mit den Fans hier mich persönlich vielleicht auch mal ein Stück weit noch verabschieden können, auch mit großer Freude einfach mitbekommen, dass das wertgeschätzt wurde, dass ich immer versucht habe, alles zu tun, sowohl auf als auch neben dem Platz, damit der Verein vorwärts kommt und sich positiv entwickelt. Und für mich steht immer der Mensch im Mittelpunkt bei allem, was man tut. Und dass ich da auch ein Stück weit als Mensch dann gewertschätzt werde, das bereitet mir große Freude. Ja, du hast viele Erinnerungen an die Alemannia, unter anderem dein schönstes Tor. Fiel das diese Saison? War das das Tor in Wiedenbrück? Ja, wenn man vom Fußballerischen ausgeht, dann mit Sicherheit, weil viele habe ich nicht geschossen, nämlich genau zwei. Das erste hatte aber vielleicht für mich eine andere Wirkung, emotional gesehen, weil meine Frau hat am Tag da drauf, und das war auch geplant, unseren Sohn entbunden. Und vor dem Hintergrund war es natürlich eine tolle Freude, dann irgendwie einen Tag vorher, meine Frau war nämlich auch auf der Tribüne, dann ein Tor zu machen, auch wenn es kein schönes war, aber es war irgendwie dann doch für mich vielleicht bedeutsamer. Nichtsdestotrotz natürlich vom Fußballerischen gesehen und auch vom Verlauf dieser Saison war der Punkt in Wiedenbrück vielleicht auch nicht ganz unwichtig, da die Fahne weiterhin hochzuhalten und natürlich so ein Tor, das mir gelungen ist, hat mich sehr gefreut. Bringen wir uns nochmal zurück da in Erinnerung, das erste Tor, wie ist das gefallen? Das war gegen Erntebrück, da haben wir, ich glaube das war es 2-0, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach einer Ecke.
ein bisschen gestochen. Ich treffe ihn dann mit dem linken Fuß. Also meinen linken habe ich sowieso nur zum Stehen. Das ist eigentlich sinnbildlich in der Situation dann. Und da wird, glaube ich, noch einmal abgefälscht und der zukünftige Torwart dann in der darauffolgenden Saison von uns, der Niklas Jakusch, der kriegt ihn dann nicht mehr. Und das war das 2-0, glaube ich, war es, ja, gegen Erntebrück. Was war dann für dich die schönste Erinnerung im Alemannia-Trikot? Was war so für dich der Moment, der jetzt am Ende bleibt? Ja, es fällt mir immer schwer, das auf eine oder zwei Sachen zu reduzieren. Ich hatte es eben schon angesprochen. Ich glaube, das größte Gut, was ich hier aus der ganzen Zeit mitnehmen kann, ist einfach der Kontakt mit den ganzen Menschen, mit den ganzen Mitspielern, mit dem Staff, mit den Trainern, mit den Verantwortlichen, mit den Fans. Wie viele Menschen ich hier kennenlernen durfte, weil ich komme ja ursprünglich nicht aus Aachen, bin hier aber jetzt komplett verwurzelt, kenne so viele Leute. Und dafür bin ich eigentlich unendlich dankbar. Wenn ich jetzt auf fußballerische Momente gehe, dann sind es sicherlich die Spiele, wofür man Fußball spielt. Das heißt, Spiele, wo es um vieles geht, das sind Finals, das sind natürlich gewonnene Spiele, sind aber auch Spiele, die so ein bisschen die Fankultur hier auch beschreiben. Wie beispielsweise gegen Essen das ausverkaufte Spiel, ein Paradebeispiel, aber auch gegen Leverkusen in der Saison, wo wir Zweiter wurden, als wir zu Hause gegen Gladbach 2, ich glaube vor 22.000 gespielt haben. Oder auch ein Auswärtsspiel in Köln in der großen Arena, kann ich mich daran erinnern, wo wir den Gästeblock voll gemacht haben. Das sind natürlich alles Spiele, da denkt man zurück, einfach mit einer gewissen Gänsehaut und die ruft man sich gerne einfach nochmal in Erinnerung. Teil dessen war auch dein erstes Spiel für Alemannia Aachen. Du erinnerst dich, ein 2-0 Niederlage in Lippstadt und du warst nicht bis zum Ende auf dem Platz. Ja, richtig, ganz genau. Ich habe die ersten beiden Spiele verpasst, dadurch, dass ich glaube, eine Woche vor Saisonstart habe ich mir ein Knochenödem geholt und musste dann zwei Spiele aussetzen, verletzungsbedingt, die wir positiv bestritten haben, gegen Fortuna Köln, gegen Ferl. Und der Peter Schubert und der Rainer Plass-Hendrich haben dann, wie in der gesamten Zeit, als sie Trainer waren, aber das glücklicherweise waren alle Trainer eigentlich so gepolt, da bin ich natürlich auch sehr dankbar, dass sie mir immer viel Vertrauen geschenkt haben, haben mich dann gegen Lippstadt direkt starten lassen und das Spiel lief nicht zu unseren Gunsten, sage ich jetzt mal. Wir haben 2-0 verloren, hat es ja gerade schon gesagt, und zwei rote Karten bekommen und ich habe eine Notbremse einmal ziehen müssen. Oder gezogen, weil ich zu spät im Tackling war, besser so, nicht ziehen müssen. Und ja, das war natürlich kein optimaler Start für uns in eine schwierige Saison, muss man dazu noch sagen, obwohl der Start verheißungsvoll war. Ja, das sind so meine Erinnerungen an Lippstadt, wo, glaube ich, auch das erste Mal zu Recht auch die Fans so ein bisschen enttäuscht waren, weil man erhofft hatte, nach zwei Siegen dann in Lippstadt, im kleinen Lippstadt, in Anführungszeichen, die ja immer eine gute Arbeit in der Regionalliga machen, vielleicht doch mindestens einen Punkt entführen zu können. War das die schwierigste Saison für dich, die 13-14? Also in Rückblicken betrachtet würde ich schon sagen, weil die Gesamtkonstellation vielleicht nochmal ein bisschen eine andere war. Ich hatte das ja schon mal so ein bisschen verlauten lassen. Wir kamen, oder Alemannia kam aus einer Insolvenz. Kein Stein blieb auf dem anderen. In den Arbeitsverträgen, die wir unterschrieben haben, stand im Grunde genommen drin, dass erstmal die Gläubigerversammlung darüber oder da zustimmen muss. Eventuell kann das Ganze innerhalb von 2-3 Wochen auch wieder aufgelöst werden. Hat das Arbeitspapier keine Gültigkeit mehr. Ja, vor dem Hintergrund war es natürlich schwierig, auch eine Mannschaft zusammenzustellen. Ich glaube, wir hatten eine Woche, 10 Tage vor Saisonstart hatten wir 10, 15 Spieler maximal. Also sehr, sehr komplizierte Saison, die wir dann glücklicherweise dann so abschließen konnten, dass wir halbwegs im Mittelfeld noch uns, ich glaube, 13. Platz befunden haben, durch auch noch ein, zwei Transfers im Winter. Und ja, daraus hat sich dann, glaube ich, auch eine gewisse Wucht dann entwickelt, gemeinsam mit den Fans in der darauffolgenden Saison. Aber die war definitiv kompliziert, auch mit dem Ausscheiden bei Inder Hahn, was ja auch ein unterklassiger Gegner ist und war. Und auch natürlich zu der Gesamtsituation nicht positiv beigetragen hat. Jetzt eine Parallele zu dieser Saison, kann man die ziehen? Die war auch kompliziert, die ist zum Glück mit dem Klassenerhalt geendet, die Erleichterung war sehr groß. Ja, also bei beiden Situationen ging es um viele Existenzen, dem muss man sich bewusst sein. Und da muss man auch jeden Tag ein Stück weit sich damit auseinandersetzen. Ich hatte aber auch schon mal gesagt, in dieser Saison hatte ich zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass wir absteigen werden. Ich weiß, es hört sich ein bisschen surreal an bei der ganzen Gesamtkonstellation, die es über das Jahr sich dargestellt hat, wie sie sich dargestellt hat. Aber ich habe immer dran geglaubt,
Sicherlich war da auch ein Punkt bei, dass wir in der Vorbereitung einfach gute Leistungen, gute Ergebnisse gezeigt haben. Und meine Erfahrung eigentlich immer ist, wenn man eine gute Vorbereitung spielt, man das eigentlich auch ganz gut in die Saison hinein transportiert bekommt. Das haben wir überhaupt nicht hinbekommen. War trotzdem von der Qualität der Mannschaft und von jedem einzelnen Jungen überzeugt und habe zu jedem Zeitpunkt immer daran gedacht, das einzige Mal, wo ich einmal durchatmen musste, weil ich mir die Situation vergegenwärtigt hatte, war im Grunde genommen, als wir das 1-0 gegen Düsseldorf jetzt gefangen hatten. Da hatte ich mir aber auch nur kurz gedacht, wenn wir jetzt das Spiel verlieren und Bonn gewinnt, dann sind wir auf andere angewiesen. Das wäre eine sehr unangenehme Situation gewesen. Glücklicherweise ist es in eine komplett andere Richtung gegangen. Die Mannschaft hat das Ganze wieder gemeinsam mit den Fans gerade gerückt und wir sind in der Liga geblieben und ich denke auch verdient. Und damit gehst du von Bord, der Kapitän geht von Bord. Was ist das so ein Gefühl für dich, wenn du jetzt sagst, die Mannschaft macht nächstes Jahr weiter mit einem Spirit, der sich jetzt vielleicht entwickelt hat? Ich glaube, die Jungs, die werden sich auch jetzt schon vermissen, wenn sie wissen, dass Peter Hackenberg nicht mehr in die Kabine kommt. Jetzt sitzen wir noch drin. Was hast du da für ein Gefühl? Wie wird die Mannschaft weiter performen? Auch Thema Mentalität, was man da jetzt vielleicht aufgebaut hat? Ja, also als allererstes wünsche ich der Mannschaft und dem Verein und den handelnden Personen natürlich nur das Allerbeste. Ich hoffe, dass es weiter vorwärts geht. Der Anspruch kann von Alemannia Aachen eigentlich auf Zeit nur sein, aufzusteigen. Das war auch immer ein Stück weit mein Ziel, gerade nach der zweiten Saison, die ja stattgefunden hat, wo man gesehen hat, okay, wenn es in die richtige Richtung geht, dann tragen einen die Fans unglaublich. Und in die Richtung muss man auch wieder denken. Das ist so ein anderes Mindset, ein anderes Ich-Gefühl, Wir-Gefühl nochmal herstellen. Ich glaube, das haben wir zum Ende der Saison sehr gut hinbekommen. Und ich glaube, wenn dieser Schulterschluss, wie der ja oft betitelt wird, diese gemeinschaftliche Zusammenarbeit zwischen Fans und Verein und Mannschaft weiter so fortgeführt wird, dann kann man eine unglaubliche Wucht entwickeln. Und da gilt es natürlich jetzt, hatte ich auch dem Trainer auch schon direkt nach dem Klassenerhalt geschrieben, dass ich ihm wünsche und natürlich auch den weiteren handelnden Personen, dass ganz, ganz viele richtige Entscheidungen gefällt werden. Weil im Fußball hängt es manchmal an Nuancen. Und deswegen ist diese Entscheidungsqualität immer nicht zu unterschätzen. Und man kann im Vorab nicht immer sagen, ob man eine richtige oder falsche Entscheidung trifft. Ist ja logisch, so ist das Leben. Aber deswegen hoffe ich und drücke ganz doll die Daumen, dass da die richtigen Entscheidungen gefällt werden, dass vieles in die richtige Richtung läuft, man gemeinsam einfach nach oben vielleicht mal blinzeln kann. Und bei dir Comeback vom Comeback ausgeschlossen, weil Knochen machen es nicht mehr mit. Da ist nichts mehr zu holen bei dir. Ja, also ich glaube, der springende Punkt war im Grunde genommen, dass ich Dezember 2020 mir eine große Verletzung zugezogen habe. Da habe ich mir einen kompletten Oberschenkelmuskel und die Sehne weggerissen, einen kompletten Abriss gehabt. Der wurde genäht. Ich habe eine 15, 16 cm lange Narbe auf dem Oberschenkel. Und danach war im Grunde genommen nicht klar, wie belastbar ich über einen mittelfristigen, ich will gar nicht über einen langfristigen Zeitraum reden, über einen mittelfristigen Zeitraum sein kann. Und vor dem Hintergrund wurde dann natürlich auch im Sommer gesprochen und gesagt, ich werde in eine bisschen andere Rolle vielleicht schlüpfen, ein bisschen mehr das Ganze moderierend und strategisch mitbegleiten, natürlich auch meine Spiele machen, aber da wird der Fokus jetzt nicht zwingend drauf liegen. Dass ich am Ende dann doch 27, 28 Spiele gemacht habe, freut mich natürlich, aber die Idee war eigentlich eine andere und ich hoffe, dass das Ganze jetzt ohne mich sehr, sehr gut fortgeführt werden kann. Und ich habe da auch vollstes Vertrauen in die einzelnen Spieler, weil jeder von den Jungs ist ein einwandfreier Charakter und hat seine fußballerischen Qualitäten. Und ich habe auch mir jetzt in den letzten Tagen nochmal ein, zwei Spiele, auch drei Spiele aus der Hinrunde angeschaut und muss sagen, das sind größtenteils die gleichen Spieler, die in der Rückrunde, ich sag mal, ihre Qualität abgerufen haben. Wir haben in der Hinrunde einfach unsere Qualität nicht abrufen können. Wir haben vielleicht auch Druck gespürt. Wir haben leichtsinnige Fehler gemacht. Wir haben als Mannschaft nicht so funktioniert, wie wir es müssen. Und in der Rückrunde haben wir jetzt, glaube ich, unser Potenzial abgerufen. Aber ich glaube, es steckt noch viel mehr in jedem Einzelnen drin. Und da hoffe ich einfach und drücke auch jedem die Daumen, dass er sich weiterentwickelt, das weiter abrufen kann. Zu meiner Person, die da natürlich komplett im Hintergrund steht, ist es schön, dass ich jetzt in der Saison nochmal eine gewisse Rolle spielen durfte. Aber körperlich kann ich noch bin ich noch fit, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass ich für mein Alter und für die Verletzung fit bin. Aber es macht, glaube ich, keinen Sinn, dass ich vom Verletzungsgrad und mit Schmerzen
jeden Tag zum Training gehe. Und das wird ja professionell einfach bei Alemannia Aachen ausgeführt, das tagtägliche Training, das dafür leben. Und das denke ich, würde ich, wäre ich mir selber gegenüber nicht ehrlich und natürlich auch niemand anderem, wenn ich sagen würde, ich mache das jetzt nochmal ein Jahr. Aber für ein bisschen Fußball spielen im Garten mit dem Sohn reicht es noch, ja? Ja, das ist natürlich auch die Intention dahinter. Ich möchte natürlich noch Fußball spielen und Sport betreiben, mit meinem Sohn im Garten und allgemein natürlich Sport betreiben. Und dem soll es natürlich keinen Abbruch tun, dass ich meinen Körper jetzt komplett in irgendeiner Art und Weise misshandle, vielleicht noch auf die letzten Tage. Das tut, glaube ich, nicht Not. Jetzt bist du ja auch heute wieder im Anzug hier erschienen. Du bist ein Typ, der gerne Anzug trägt, auch aufgrund deines Zweitjobs, während du bei Alemannia Aachen gespielt hast. Sieht man dich denn jetzt häufiger im Trainingsanzug? Wechselst du jetzt auch mal die Klamotten so, dass du sagst, jetzt habe ich dann eben nicht mehr Fußball, jetzt gehst du auch mal in Trainingsanzug durch Aachen? Nee, wenn, dann war es andersrum, dass ich ab und zu durch den Fußball im Trainingsanzug war. Wird eher seltener zu sehen sein, wenn ich vielleicht mal zum Sport gehe oder mal ins Fitnessstudio, dann wird man mich natürlich nicht im Anzug sehen. Aber prinzipiell ja, ich trage gerne Anzug. Zum Ersten brauche ich das, glaube ich, für die Authentizität ein Stück weit, die der Beruf mit sich bringt. Und zum Zweiten mag ich es einfach, gut gekleidet zu sein. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit Respekt, was man dem anderen gegenüberbringt. Und so wurde mir das beigebracht, so habe ich es gelernt, auch sowohl von meinen Eltern als auch von meinen Großeltern. Und ja, das wird natürlich weiterhin Bestandteil meines Lebens sein, ist ja ganz klar, auch wenn meine Frau ab und zu auch sagt, dass ich etwas zu gut angezogen bin, aber lieber zu gut als zu schlecht angezogen sein. Würdest du denn die Schlagzeile unterschreiben, der bestgekleideste Alemannia-Spieler geht von Bord, oder wäre das dir zu viel? Das müssen andere beurteilen, ob sie das gut finden oder nicht. Ich meine, das ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung, was man als gut gekleidet sehen möchte. Ich persönlich, wie gesagt, kleide mich gerne so, und ich glaube, wenn man sich wohlfühlt in seiner Kleidung, dann strahlt man das auch ein Stück weit aus. Und dadurch, dass ich so oft darauf angesprochen werde, scheine ich das auch ein Stück weit auszustrahlen. Das hast du getan. Vielen Dank, Peter Hackenberg. Vielen Dank für deine Zeit bei Alemannia Aachen. Vielen Dank für 185 Spiele. Vielen Dank für viele schöne Momente. Und dass man sich nochmal auf dem Tivoli auf jeden Fall sieht. Das auf jeden Fall. Und ich kann es immer wieder wiederholen. Ich bin zu Dank verpflichtet, dass ich so lange hier spielen durfte, unter verschiedensten Trainern, unter verschiedensten handelnden Personen, aber vor allem für den Verein, für die Fans. Und das, da muss ich ein ganz großes Dankeschön einfach zurückgeben, weil das ist für mich keine Selbstverständlichkeit jemals gewesen und in meiner Ehre.